Hans Hahn, Immi Noether und Felix Hausdorff. Das sind nur drei der jüdischen Mathematiker, deren Leben und Werke die gerade eröffnete Ausstellung Transcending Traditions präsentiert. Die Ausstellung erkundet das wissenschaftliche Werk der Mathematiker und beschreibt die schwierigen Bedingungen, unter denen sie lebten und arbeiteten. Das Ziel der Ausstellung erläutert Professor Dr. Walter Purkert. Die Ausstellung hat das Ziel, zu zeigen, welche großen Leistungen auf dem Gebiet der Mathematik von jüdischen Gelehrten erbracht worden sind über einen Zeitraum von etwa 150 Jahren, von der jüdischen Aufklärung der Haskala Ende des 18. Jahrhunderts bis zur völligen Zerstörung dieser Kultur durch die Nationalsozialisten Anfang der 30er Jahre. Nach Bonn geholt hat die Ausstellung das Hausdorff Center for Mathematics. Dessen Namensgeber spielte in Bonn eine wichtige Rolle. Hausdorff hat ja die mathematische Kultur hier wesentlich geprägt. Er ist der mit Abstand bedeutendste Mathematiker, der hier in Bonn je gewirkt hat. Interessierte können sich die Ausstellung noch bis zum 24. Oktober 2015, dienstags bis sonntags, von 10 bis 18 Uhr im Poppelsdorfer Schloss ansehen.